Hallo, nach dem letzten Video ist mir aufgefallen, dass ich vielleicht definieren hätte sollen, was für mich eigentlich kritisch sein bedeutet, weil das könnte man in dem Kontext auch falsch verstehen oder zumindest anders verstehen, als ich es gemeint habe. Und deswegen kommt jetzt hier nochmal meine Definition von kritisch sein. Also Pessimisten könnten kritisch sein auch sehr negativ sehen. Dann würde das eher sowas bedeuten wie im Widerstand zu sein oder ja, in allem das Böse zu sehen, also sehr misstrauisch zu sein, sehr negativ zu denken. Und für mich ist das kritisch sein eben nicht. Für mich heißt kritisch sein, seine eigene Meinung zu bilden, unabhängig zu sein, auch ein Thema von mehreren Seiten zu beleuchten. Also nicht immer nur ja, von einer Person die Meinung zu hören und dann zu sagen, so wird es wohl sein, sondern sich zu überlegen, ja, okay, klingt schon ganz plausibel, aber ich schaue mir jetzt doch nochmal die andere Seite an oder die Kritiker oder also ja, also ein Thema wirklich ganzheitlich zu sehen und sich alle Meinungen anzuhören und dann für sich selber seine eigene Meinung zu bilden. Auch das ist für mich kritisch zu sein. Also zusammengefasst, ich sehe kritisch sein eher als etwas Positives an und nicht als etwas Negatives, dass man halt keinem mehr vertrauen kann, wenn man kritisch ist, sondern wirklich als eine Art der Selbstreflexion und der Reflexion von Meinungen. Ja, also mich würde voll interessieren, was ihr dazu denkt und wie eure Definition von kritisch sein eigentlich ist. Genau, das wollte ich euch nochmal darlegen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!